Ansonsten, ich muss nicht wirklich viele Haushaltsaufgaben machen. Meine Gastmutter wäscht immer meine Wäsche mit, was sehr nett ist. Es gibt dann auch noch Regeln von Educatius. Also Educatius ist der Partner von Kulturweg in Irland. So, sondern es ist halt mehr, dass man ein bisschen miteinander spricht, dass man Dinge abklärt. Und willkommen zurück bei einem neuen Video von Kulturwerke. Ich bin Lola, ich bin in Irland. Ich werde euch heute ein bisschen was über Regeln in meiner Gastfamilie erzählen, also was für Regeln es gibt, wie ich die befolge und so. Also die wichtigste Regel ist eigentlich, dass ich meiner Gastfamilie immer sage, wo ich bin. Also dass ich, wenn ich nach der Schule was mit Freund mache, dass ich den, wenn ich später als 19 Uhr nach Hause komme, wo wir mal zu Abend essen, dass ich den halt Bescheid sage. Wenn ich halt mit meinen Freunden noch was zu Abend essen gehe oder so. Unter der Woche sollte ich bis 8 zu Hause sein ungefähr und am Wochenende eigentlich so bis 10. Es gibt jetzt keine komplett ausgesprochenen Regeln darüber, du musst Punkt dann und dann zurück sein, sondern es ist am wichtigsten, dass ich meine Gasteltern frage, dass ich halt sage, ja, ich würde gerne das und das machen und ich frage eigentlich bei jeder Sache individuell. Und also zum Beispiel, wenn ich bei einer Freundin zu Hause bin am Wochenende und es vielleicht kann ich da auch mal bis 11 oder so sein und meine Gasteltern holen mich dann ab. Aber wenn ich nur draußen bin, dann halt eher bis 10. Also halt, es gibt jetzt keine sehr, sehr festen Regeln, aber ja. Ansonsten, ich muss nicht wirklich viele Haushaltsaufgaben machen, sondern halt, also ja, nach dem Essen den Teller einmal kurz mit Wasser abspülen und in den Geschirrspüler räumen, halt so normale Sachen und ich kümmere mich um mein eigenes Zimmer, also ich räume das auf und ich putze das. Meine Gastmutter wäscht immer meine Wäsche mit, was sehr nett ist. Aber ja, also es gibt jetzt auch nicht so unfassbar viele Regeln, wo ich helfen müsste oder so. Und generell für Regeln, wir haben uns jetzt nicht am ersten Tag hingesetzt und gesagt, oh, hier sind die Regeln, die machen wir aus, sondern es ist eher natürlich entstanden, dass man halt, also es ist ja offensichtlich, dass man, wenn man irgendwo hingeht oder irgendwas macht, seine Gasteltern fragt, ist es okay? Oder halt einfach Bescheid gibt, dass man da nicht da ist. Oder ob man fragt, ob Freunde drüber kommen dürfen. Zum Beispiel, es dürfen Leute bei mir übernachten. Ich darf bei Freunden übernachten. Freunde dürfen bei mir übernachten. Aber ich soll halt dann, gerade wenn Leute bei uns zu Hause übernachten, gerne ein bisschen vorher Bescheid sagen und nicht so komplett spontan. Was ich auch verstehen kann, weil darum geht, wie viel man kochen muss und so. Also ja, das ist eine Regel. Es gibt dann auch noch Regeln von Educatius. Also Educatius ist der Partner von Kulturweg in Irland. Das wird so sein bei jeder Austauschorganisation, dass man dann nochmal bestimmte Regeln von der Organisation bekommt. Und natürlich befolge ich auch alle Regeln, die mir die Organisation gibt. Und ich habe auch mit meinen Gasteltern abgesprochen. Also ich habe denen auch ein bisschen über die Regeln erzählt, die es von der Organisation gibt, damit die Bescheid wissen. Ansonsten habe ich eigentlich ein sehr entspanntes Verhältnis mit meiner Gastfamilie. Also es ist halt so, wie man es auch von seiner eigenen Familie vielleicht kennt. Es gibt jetzt nicht Regeln, die auf einem Zettel aufgeschrieben sind, wo es ist, genau dann musst du zu Hause sein oder so und so, sondern es ist halt mehr, dass man ein bisschen miteinander spricht, dass man Dinge abklärt, dass man halt weiß, was ist der Gastfamilie besonders wichtig, damit man auch weiß, welche Regeln man auf alle Fälle immer einhalten sollte, weil zum Beispiel meiner Gastfamilie. Es ist sehr wichtig zu wissen, wo ich bin und dass, wenn ich zu spät komme, nach Hause komme, dass ich ihnen halt eine Nachricht schreibe, damit sie sich keine Sorgen machen müssen. Aber halt ja, es ist einfach, es ist mehr ein Gespräch, was man hat und nicht was Eindeutiges, was für jede Gastfamilie feststeht. Also das ist, glaube ich, auch sehr individuell. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch ein bisschen informiert, auch wie der Umgang mit der Gastfamilie ist. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein paar mehr Informationen und könnt jetzt, seid euch sicherer, ob ihr ein Auslandsjahr machen wollt.